Cleos Bank Stay at Home mit einer neuen Folge. Und heute darf ich begrüßen Sandra Julia Reils. Sie ist Studentin der August-Everding-Akademie in München am Prinz-Regententheater und ist im vierten Jahr, im Abschlussjahr. Hallo Sandra. Hallo. Grüß dich. Auf eine Tasse Kaffee bei Cleos Bank Stay at Home. Ja, Abschlussjahr, das bedeutet ja auch Abschlussprüfungen, Abschlussstück. Und da sind wir ja schon mitten im Thema, denn heute Abend gibt es eine ganz besondere Premiere. Was steht denn bei dir an? Wir sind noch einmal davongekommen. Das ist unser Abschlussstück. Regie hat Marcel Kohler gemacht und wir, es ist eigentlich ein Theaterstück, unser Abschlussstück. Aber wir können ja nicht spielen, weil wir dürfen ja nicht wirklich miteinander Kontakt haben, deswegen machen wir das alles live und per Stream auf YouTube. Da kann ich dir auch nochmal den Link schicken oder so, wer es dann gerne angucken will. Gerne. Genau, und das findet heute Abend statt. Ja, jetzt ist Theater, ich hatte neulich schon ein interessantes Gespräch mit dem Staatstheaterintendanten von Augsburg. Theater ist ein Ort, der lebt von Publikum, der lebt von Interaktion, von Gefühlen, von Applaus, der lebt auch von der Interaktion ganz stark auf der Bühne und schon im Vorfeld bei den Proben lebt da auch davon, dass die Schauspieler, die Dramaturgen, die Kostümbildner, all die Menschen, die zu einem Theaterstück gehören, dass die sich begegnen, dass die sich auseinandersetzen. Das hat ja hier nicht stattgefunden. Oder wie habt ihr geprobt? Wie habt ihr das gemacht? Wir haben alles über Zoom, Skype und Discord geprobt. Und es gibt halt bei uns in der Schule Techniker, den Stefan, den Thilo, den Georgios, die sich mit der ganzen Technik befasst haben, damit wir irgendwie miteinander proben können, damit wir uns auf den Bildschirm sehen können und miteinander agieren können. Das ist natürlich eine ganz andere Situation, als wenn man sich live sieht. Man ist hier irgendwie ganz alleine. Also ich bin jetzt gerade im Keller bei meinen Eltern zu Hause und man kann nicht einfach mal kurz irgendwie sich umarmen oder man muss das alles irgendwie auf diesen kleinen Bildschirm übertragen. Das ist unsere Bühne sozusagen. Und aber wir haben die coolsten Leute, die da mitgemacht haben, die uns da unterstützen und die alles möglich machen, damit wir unser Abschlussstück doch noch spielen können, weil es wurde ja abgesagt wegen Corona. Also eigentlich hätte das gar nicht stattfinden können und das ist halt natürlich ein Riesen, also es wäre eine Riesenchance, die einfach so husch wegfliegt, weil gerade für einen Studenten im vierten Jahr ist der Abschluss natürlich das Wichtigste und dazu gehört das Abschlussstück. Und das Absolventenvorsprechen. Das Absolventenvorsprechen ist natürlich erst im November, aber man weiß auch noch nicht ganz genau, wie das stattfindet, ob das stattfindet. Das Schauspielschultreffen im Juni steht auch in den Sternen. Mhm. Das wäre dieses Jahr in Hannover gewesen. Und da kommen ja auch ganz viele Theaterbegeisterte und ganz tolle Leute, die einen ja dann auch sehen wollen live. Und das kann ja jetzt einfach nicht also es wird wahrscheinlich nicht stattfinden. Und deswegen haben wir uns halt überlegt, ein Abschlussstück per Sky, also per Discord, per YouTube zu machen. Mhm. Und haben uns da wirklich ins Zeug gelegt und ja. Also ich stelle mir das wirklich spannend vor. Also ich mache jetzt ja auch die Skype-Interviews. Es ist anders, als wenn man den Menschen neben sich hat. Das ist schon beim Telefonieren anders, wenn man Telefoninterviews macht. Gut, jetzt kann man sich zumindest über Skype sehen. Wir sehen uns in diesem kleinen Bildschirm, wie du es beschrieben hast. Aber ich stelle mir das wirklich um Vielfaches komplizierter und aber auch spannender vor, wenn viele Menschen, ihr seid zu neunt, glaube ich, in eurer Abschlussklasse. Genau. Ja, ich durfte euch ja schon sehen, ich meine letztes Jahr im Abschlussstück des dritten Jahres auf der Bühne, in der August-Everding-Akademie, stelle ich mir schon ganz spannend vor. Ich werde es mir auch angucken, wie das Ganze so ist. Aber du bist ja jetzt nicht nur im Keller, sondern du bist am Set. Also das ist dein Teil sozusagen des Stückes, des Bühnenbildes. Welche Rolle hast du in dem Stück? Thornton Wilder, wir sind nochmal davon gekommen, heißt das Ganze. Wen spielst du und was kann ich mir darunter vorstellen, was ich da so alles sehe im Hintergrund? Also wir sind hier am Set, ich spiele, wir haben die Rollen so ein bisschen aufgeteilt, also jeder spielt mal so, es verschwimmt auch manchmal so ein bisschen. Hauptsächlich spiele ich die Gladys, also das ist die Tochter
von der Familie Antrobus. Die Familie Antrobus ist eine Familie, die durch viele Krisen geht. Also wir sind ja auch in einer Corona-Krise gerade, deswegen passt es eigentlich. Die Krise ist eine andere, das wird man dann auch sehen. Und die Wahrsagerin und den Dino spiele ich. Okay, und was ist das für ein Gesicht oder für ein Kopf hinter dir? Ja, ich führe mal hier so ein bisschen rum. Ich mache mal hier kurz. Ja, also, wir haben jetzt sozusagen eine Bühnenführung. Okay. Genau, also wir haben hier eine tolle Maske, die hat die Nathalie Soroko gemacht, extra gebastelt, alles selber gemacht. Das bin ich in Figur. Okay. Dann gehen wir mal weiter. Wir haben hier eine Nähmaschine. Okay. Natürlich auch Verbandszeug, ein Wundgel. Mhm. Dann Spiegel darf natürlich nicht fehlen, wenn man sich noch, weil man muss sich ja auch noch schminken ab und wieder neu schminken. Also ich bin jetzt nicht im Kostüm, aber das kann ich auch noch ein bisschen. Dann habe ich hier so einen kleinen Supermarkt und Lampen, ganz viele Lampen, weil wir brauchen ja ganz viel Licht, damit man uns sieht. Also du hast ein richtiges Set aufgebaut bei deinen Eltern zu Hause. Das ist jetzt dein sozusagen dein Ausschnitt, den du mit den anderen zusammenfügst zum ganzen Theaterstück. Ja, genau. Cool. Das ist so mein kleines Set hier im Keller bei meinen Eltern. Und genau, da habe ich hier noch mein Kostüm. Und noch eine Kette und noch eine Speicherbox, falls ich irgendwie die Sachen nochmal abspeichern muss. Und ja, also das ist hier so mein kleines Paradies. Ja, vielen Dank für diesen Rundgang. Es ist wirklich spannend, mal Theater anders zu erleben, zumindest schon mal im Vorfeld. Also sozusagen sind wir ja kurz vor der Premiere, wo du dann Gladys spielst, unter anderem in diesem Stück von Sonnenwalder. Du hast es angesprochen, es geht ja da auch um Krisen. Menschen gehen durch Krisen und jetzt sind wir ja in einer enormen Krise. Jetzt mal an dich ganz persönlich gefragt. Es sind 4 spannende Jahre, denke ich mal, die zu Ende gehen. Du hast ja auch in Fernsehproduktionen mitgespielt, in kleineren Rollen und machst die Theaterausbildung und lebst es ja. Ich durfte das ja ab und zu auch miterleben. Leben, nicht so oft, aber ein bisschen, und du lebst es, und es ist jetzt doch eine ganz andere Form von diesem Beruf lernen und ausüben, als man sich je gedacht hätte, oder? Ja, total, besonders weil, also ich gerade im 4. Jahr willst du ja spielen, da willst du ja so viel wie möglich machen und rauskommen und einfach zeigen auch, was du kannst, und also das lebt ja davon, von dieser ganzen Energie, von diesem 4. Jahr. Und gerade, es war ja auch gerade so toll, weil das Jahr hat so gut angefangen bei mir, weil ich im Residenztheater einen Gastvertrag bekommen habe für Medea, da spiele ich die Chorführerin. Mhm. Und dann hat die Bayerische Staatsoper noch angefragt. Und dann war das alles so, wow, oh mein Gott, Residenztheater, Staatsoper. Und dann jetzt dann noch den Abschluss an der August Everding. Und dann kam Corona und das war dann so, wir haben dann 2 Vorstellungen im Residenztheater gespielt. Und dann wurde das alles erstmal abgesagt und auf unbestimmte Zeit. Und das war dann irgendwie total traurig. Aber dadurch, dass wir Gott sei Dank dann diesen Weg gefunden haben, dieses Abschlussstück zu machen, irgendwie digital, ist mir die Decke jetzt auch nicht auf den Kopf gefallen, die Tage. Und ich habe mich dann fit gehalten mit Joggen jeden Tag und Yoga. Aber das ist halt natürlich was anderes, als wenn du dann jeden Tag in den Unterricht gehst und dann tanzen kannst und deinen Sprechunterricht wirklich live hast. Und allein die Leute zu sehen, das ist schon sehr traurig irgendwie, dass das nicht mehr so richtig geht. Aber man muss sich halt jetzt einfach selber mit sich beschäftigen und selber die Übungen machen und da einfach fleißig sein, dass man auch fit bleibt, so in dieser Zeit.
Habe ich das gesehen? Ich bin sicher, dass es gerade bei dir auch und auch bei deinen Mitstreitern einen unglaublichen Schub geben wird und euch ganz viel bringt, auch für die spätere Zeit als Schauspieler. Ich habe dir ja schon mal gesagt, ich bin überzeugt davon, werde dich noch ganz, ganz oft sehen und es miterleben dürfen. Jetzt freuen wir uns alle erstmal auf heute Abend und ich kann es nur jedem ans Herz legen. Hier, wir werden auch, ich werde das auch verlinken und werde alle Möglichkeiten ausschöpfen, dass unsere Zuschauer wissen, wo sie heute Abend hinklicken müssen, wenn sie dich sehen wollen in Thornton Wilders. Wir sind noch mal davon gekommen, hoffen wir auch für uns alle, dass wir noch mal davon kommen und aus dieser Krise gestärkt und vielleicht irgendwie besser rauszugehen. Ja, was auch immer besser für jeden Einzelnen bedeutet. Ich habe mich sehr gefreut, dass du dir noch kurz vor der Premiere Zeit genommen hast für mich und wünsche dir toi, 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 euch allen für heute Abend. Und dann denke ich, sehen wir uns sicher bald wieder. Vielen Dank, Sandra Julia Reils. Ja, tschüss. Einschalten.